Wir reden heute über ein zentrales und wichtiges Thema, die Transparenz von allem Verwaltungshandeln innerhalb der EU-Institutionen. Und da finde ich es wirklich beschämend, dass Ihre Chefin, Frau von der Leyen, nicht anwesend ist. Denn es geht hier letztendlich, der Elefant im Raum sind nicht die Transparenzregeln, über die wir sicher uns einigen könnten. Der Elefant im Raum ist das Verhalten von Frau von der Leyen im Rahmen ihrer Pflichten, die bei der Impfstoffbeschaffung. Und da möchte ich doch darum bitten, dass Sie ihr ausrichten, dass es wirklich nicht so gehen kann. Wir brauchen hier die absolute Transparenz über dieses Verhalten und über das, was tatsächlich passiert ist. Denn es geht nicht nur um die Impfstoffbeschaffung, es geht darum, was wusste sie über die gefährlichen Impfstoffe, über die Gefährlichkeit, über die Impfnebenwirkungen, die schon in den Versuchen bei der Erprobung von Pfizer selbst festgestellt worden sind. Es gibt dort zigtausende Impfschäden und deshalb muss dies auf den Tisch. Hier brauchen wir absolute Transparenz. Und es ist meine Bitte, dass Sie einen Brief, den ich an Frau von der Leyen vorhin sagen wollte, dass Sie den Bitte der Frau von der Leyen mitgeben und dann ihr sagen, dass es mir leid tut, dass sie heute nicht hier war. Vielen Dank.